Warum hat mich ihn weggeschickt? Warum soll ich allein leben? Besser ist, ich heirate den Kranich doch. Sie kommt zum Kranich und hält ihn an. Der Kranich aber will nicht. So gehen sie bis auf den heutigen Tag, einer zum anderen, werben umeinander und kommen nicht zum Heiraten. Der Sommer wurde älter und älter und hoch oben im Norden, wo Latakini lebte, kreisten die ersten Schwärme der kanadischen Gänse und Wildenten, der Taubergänse und Wasserhühner und riefen das ganze Volk der Wandervögel zur großen Reise nach dem Süden zusammen. Latakini wurde unruhig. Tagelang verfolgte er die immer dichter werdenden Reihen der am Horizont verschwindenden Vögel und nachts lauschte er den Flügelschlägen, die den nächtlichen Himmel bestimmten. Als er eines Morgens sah, dass die Kraniche ganz allein in der Gegend zurückgeblieben waren, konnte er der Versuchung nicht widerstehen. Er stieg hoch in die Luft und rief seinen Stamm zu dem weiten Flug nach dem Süden. Manitou war über den Ungehorsam der Goldvögel über alle Maßen erzürnt. Er gebot den Wässern im Land der vielen Flüsse, dem Ziel des Schwarms, das goldene Volk Latakini zu verschlingen. Tag um Tag, Nacht um Nacht flogen die Kraniche um.
Kitty ließ die Schwingen ruhen, kreiste ein paar Mal über den Wasserspiegel und glitt dann auf den See hinunter. Die anderen Vögel folgten ihm. Da war es plötzlich, als wollte ein großes Unwetter über die Gegend hereinbrechen. Die Wellen verschlangen einander und die Vögel konnten sich nur mit Mühe und Not auf dem Wasser halten. Die Wellen rissen ihnen die goldenen Federn aus und trugen sie davon. Tatakini erteilte den Befehl zum Weiterflug, aber es war schon zu spät. Statt der goldenen Kraniche flog unter der südlichen Sonne ein Schwarm weißer Riesenreiher. Erst jetzt fiel Tatakini die warmen, warnenden Worte des großen Geistes wieder ein. Wenn wir im Frühling nach dem Norden zurückkehren, wird uns Manitou unser Gefieder wieder verbeulen. Und dann werden wir nie mehr fortfliegen, tröstete Tatakini seine Stammesbrüder. Er konnte den Frühling kaum erwarten, und als er die ersten Schwärme der Heimkehrenden erblickte, mahnte er seinen Stamm unverzüglich zurück. Wieder flogen sie ohne Rast und Ruhe durch Tag und Nacht, bis sie endlich die heimische Wiese unter sich sahen. Sie ließen sich ins Gras gleiten und es sah aus, als wäre neuer Schnee darauf gefallen, denn die Kraniche waren weiß geblieben. Da wusste der Tatakini, dass sie nie wieder ihr goldenes Gefieder haben würden, weil sie das Gebot des großen Geistes missachtet haben. Thank you.
Märchen aus Arabien. Der Kranich. Einige Mädchen gingen hinaus, um Holz zu suchen. Unterwegs begegnete sie einem Mann, der zu ihnen sprach: Kommt hier entlang, ich will euch ein Lied vorsingen. Das Lied, das er sie lehrte, lautete: Habt ihr nicht die Kinder von Chetwa gesehen? Sie gehen vorüber, sie folgen nach Gerade von seltsamen Dingen. Die Mädchen sangen mit, sie klatschten in die Hände und der Mann tanzte und sang mit ihnen. Plötzlich hob er einen Zahn heraus und da schlug damit eines der Mädchen. Alle erschraken furchtbar, aber er sagte: Nicht nur, warte, geh schnell, um sie in einer neuen, schönen Gestalt erstehen zu lassen. Er hob das Mädchen auf, lief um das Feld herum und aß es auf. Dann kehrte er zurück und sang wieder mit dem Mädchen. Während sie sangen, holte er noch einmal den Zahn heraus und erschlug wieder ein Mädchen. Als er sah, wie entsetzt die anderen waren, sagte er: Was tut denn mein Zahn heute? Erschrecklich, ich geh schnell, sieh noch einmal zuvor. Er nahm das Mädchen und lief wieder um das Feld herum. Eine Verwandte des Mädchens folgte ihm heimlich und sah, dass der Mann sich in eine Löwe verwandelt hatte und das Mädchen aufbrach. Sie lief zurück und rief den anderen zu: Kommt und seht! Die Mädchen kamen herbei, sahen den Löwen und flohen. Am Fluss angekommen, erschraken sie sehr, denn er fühlte viel Wasser. An welcher Stelle können wir nur hinüberkommen? Fragten sie ängstlich. Der Kranich, der auf der anderen Seite des Flusses war, hatte alles mit angehört. Er kam herbei, hob sie allsamt auf, versteckte sie in seinem Gefieder und flog mit ihnen auf die andere Flussseite. Da kam jener Mann, der die Mädchen verfolgte, sehr schnell herbeigelaufen, aber er konnte ebenfalls nicht über den Fluss. Er sah den Kranich und sprach: Großer Vogel, hast du die Mädchen hier vorübergehen sehen? Der Kranich sagte: Wie können wir aus der Storchenfamilie, o Herrscher, Menschen vorübergehen sehen? Darauf fragte der Mann: Wie lautet die Zauberformel für diesen Fluss hier? Der Kranich aber wusste das nicht. Da entkleidete sich der Mann und warf die Kleider in den Fluss. Der Fluss trug die Kleider fort. Da traf er einen Rinderhirten. Entschuldigung. Da drehte sich der Mann um und verwandelte sich wieder in einen Löwen. Der Kranich schüttelte die Kinder aus seinen Federn und sagte zu ihnen: Seht, da ist euer Mann, und sie erblickten einen Löwen. Schnell nahm der Kranich sie wieder unter seine Flügel und begab sich in das Heimatdorf der Mädchen. Dort traf er den Hirten, die zu ihm sagten: O schöner Vogel, du bist es wert, getötet zu werden und den Häuptling als Kopfschmuck zu dienen. Er antwortete den Hirten: Nein, kein schöner Vogel, kein Kopfschmuck für den Häuptling wird aus mir. Ich habe meine Kinder aufgelesen, dort im Tal des Strahlenflusses. Ich schluchzte, ich weine. Er ging weiter und traf auf Ziegenhirten, die zu ihm sagten: O schöner Vogel, du bist es wert, getötet zu werden und den Häuptling als Kopfschmuck zu dienen. Er antwortete: Nein, kein schöner Vogel, kein Kopfschmuck für den Häuptling wird aus mir. Ich habe meine Kinder aufgelesen, dort im Tal des Strahlenflusses. Ich schluchzte, ich weine. Und er ging weiter bis zum Männertor und setzte sich auf den Torpfosten. Ein Mann sah ihn dort oben und sagte: Oh, schöner Vogel, du bist es wert, getötet zu werden, um dem Häuptling einen schönen Kopfschmuck zu verschaffen. Er antwortete wieder: Nein, kein schöner Vogel, kein Kopfschmuck für den Häuptling wird aus mir. Ich habe meine Kinder aufgelesen, dort im Tal des Strahlenflusses. Ich schlusse, ich weine. Da ging der Mann weg, begab sich zum Häuptling und sprach zu ihm: Auf dem Torpfosten ist ein sehr schöner Vogel.
Kinder im Tale strahlt, wo es aufgelesen hätte. Nun ging der Häuptling zu dem Vogel und begann wie vor: Oh, schöner Vogel, du bist es wert, getötet zu werden, um dem Häuptling einen schönen Kopfschmuck zu verschaffen. Der Kranich antwortete wie bisher: Nein, kein schöner Vogel, kein Kopfschmuck für den Häuptling wird aus mir. Ich habe meine Kinder aufgelesen, dort im Tagesstrand, wo es ist. Ich schluchze, ich weine. Da sagte der Häuptling zu seinem Boden: Geht und versammelt das Volk, denn euch sind Kinder verloren gegangen. Was sollte der Vogel wohl anderes meinen, wenn er so redet? Das Volk versammelte sich und der Häuptling sprach zu ihnen: Fragt ihn doch selbst, sagt ihm, dass er ein schöner Vogel sei und als Kopfschmuck für den Häuptling getötet werden kann. Wenn ihr das sagt, werdet ihr eine Antwort hören. Und der Vogel antwortete wiederum: Nein, nein, kein schöner Vogel, kein Schmuck für den Häuptling wird aus mir. Ich habe meine Kinder aufgelesen, dort im Tal strahlt es. Ich schluchze, ich weine. Da befahl der Häuptling, dass ein großes Fest stattfinden solle und alle taten wie befohlen, indem sie Festspeise kochten und Schmuck. Doch eine Frau, deren Kind ebenfalls verloren gegangen war, verachtete das Gebot des Häuptlings und sagte: Das sind Lügen, der Vogel tischt uns Lügen auf, wo hat er die Kinder gesehen? Und die Speisen und der Schmuckkabak wurden in großen Mengen zum Häuptling gebracht und auf die ausgebreiteten Matten gestellt. Der Häuptling sandte einen Boten zum Kranich und ließ ihm sagen: Herr, komm herab, isst mit uns und teile uns die Geschichte mit. Und der Kranich kam vom Posten herab, ließ sich auf die Matten nieder und die Kinder krochen unter seinen Flügeln hervor. Doch das Kind jener Frau, die für Lügen gehalten hatte, was der Kranich gesprochen hatte, kam nicht mit. Die anderen Mütter begrüßten ihre Kinder, während der Kranich ihnen den Rücken wandte und davon. Thank you.
Dieses Mädchen sah all ihr Lebtag niemals jemanden. Indessen, damit sich die Zeit irgendwie vertreiben ließe, ließ ihr Vater einen Boden